Das Einschlagen kann ich auch nicht. Und hier irgendwas betätigen kann ich auch nicht. Und hier war eh ein Secret. Also nein, ein Secret bringt mir nichts. Türe zumachen bringt mir auch nicht viel. Wunschspawn, das bringt mir auch nichts. Hier dunkel machen bringt auch nichts. Wart mal kurz, hier steht Second Floor Old Temple. Das heißt, irgendwo müsste es hier doch runtergehen. Ja, der macht nur dunkel. Kann ich Darkness schon? Nein. Und hier lande ich nur wieder hier. Hier steht, dass das Land wieder sicher ist. Und hier steht das mit dem Spirit. Und ich glaube nicht, dass ich die Schriftrollen für irgendwas mitnehmen muss. Ja, hier bin ich wieder an der Wizard School. Den hatte ich bereits. Hier steckt auch nicht mehr sichtbar irgendwas drin. Nein. Da habe ich irgendwelche Schriftrollen rausgenommen gehabt, glaube ich schon. Hier war das Secret. Ha. Ah. Achso, den Schlüssel hatte ich auch schon benutzt. Ja, ich glaube, der hat... Was hat der aufgemacht? Die Türen hier. Ich habe nur noch... Wer hat denn überhaupt? Ich habe nur noch die grünen Steine, die Emeralds.
von denen ich nicht weiß, was ich mit ihnen anfangen soll. Weil blau einfärben, indem ich sie einfach ins Wasser, unter das Wasser lege, kann ich sie schon mal nicht. Das wäre auch unnatürlich. Ja, irgendwas stimmt mit diesem Abzug hier nicht. Feuer drauf zaubern bringt nichts. Jetzt habe ich das Frost Observations aktiviert, bringt allerdings auch nichts. Ich muss sagen, das Dings, der Lichtspell hält nicht lange. Ich sehe auch hier an den Mauern keinen Schalter zum Drücken. Hier waren nur Spinnen. Die nicht respawned sind, zum Glück. Uff, okay. Fackel, die mir nichts bringt. Also machen wir hier wieder zu. Ja, da ist nichts. Hier ist auch nirgendwo was. Wo zum Geier geht's weiter? Ja, da sind wir auch schon runtergefallen. Darum brauchen wir gar nicht runterfallen, da landen wir nämlich hier in dem Bereich. Hier geht man, kommt man nur mit den Gefallenen weiter. Brunnen, Eisentüre. Blauer Edelstein. Im Brunnenbereich habe ich auch nichts übersehen. Den kriege ich nicht mehr raus. Also ja, für diejenigen, die zuschauen und vielleicht ein bisschen Ahnung haben, ihr könnt mir ruhig in den Kommentaren dann mal schreiben, wenn diese Aufnahmesession vorbei ist, was ich übersehe. Trap Controls. Ja. Ah, falsche Richtung. Hier geht's zurück zum blauen Kristall. Head the other way, there's nothing here. Ja, da war auch nur ein paar Schätze versteckt.
Do not touch the crystal ist auch eine Lüge gewesen. Hier in den Totenhallen. War auch nichts mehr, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Nein. Eben nur eine Schatztruhe. Aber kein blauer Edelstein zum Beispiel. Ich habe also das Gefühl, dass ich den auf der anderen Seite von der Fallgrube finde, über die ich zurzeit einfach nicht rüberkomme. Also hier. Da sehe ich einen Knopf eben. Ah, da sehe ich nur den Weg in den Tod. Weil der Teleporter wird nichts anderes machen, als er bis jetzt gemacht hat. Ich nehme mich nur wieder hoch in den Gang porten. Genau hierhin. Und hier ist nichts. Und ja, das ist einfach nur ein Secret. Da ist keine Druckplatte. Da ist nirgendwo was, was ich da drücken könnte. Und damit öffne ich nur hier Türen und alles. Aktiviere aber nicht die Druckplatte. Was rüberschießen bringt auch nichts, weil ich treffe den Schalter nicht. Nein. Telekinese oder sowas kann ich nicht. Ice Shards, Detect Monster, Regeneration, Mage Light, Fire Burst, Magic Arrow, Bless, Shock, Light, Light Missile. Das ist alles Earth Magic. Ich bin jetzt gerade total überfordert. Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe halt das Gefühl, dass der Knopf da Ranger Equipment. Oh, nebenbei Ranger Equipment. Ah, da war ja noch was. Gain the Aura Trait. Aura. We have a potent aura. Plus 15 energy. Kann das auch jemand anders tragen? Only Ranger can equip Tomes Crown. Ja. Öffnet mir das jetzt hier irgendwelche Wege?